Hallo und herzlich willkommen zum ETS Multiplayer. Und mit dabei sind Rock und Arctic. Hallo. Jo, hallo. Und ja, wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir uns jetzt heute mal eine gemeinsame Tour aussuchen und hoffen wir mal, dass wir was finden. Ja, dann wollen wir mal Startort Manchester, ne? Richtig. Da habe ich zum Beispiel einen Raupenbagger nach Tschechien, nach Polen, sorry, in einen Ort, den ich nicht aussprechen kann. In was Buchstaben mal? Nach Polen, mal. Hast du das Going East, Rock? Ja. Ich? Ja. Achso, ja. Natürlich. Mal gucken. Nach Polen habe ich, wenn ich jetzt so richtig sehe, gar nichts. Nach Warszawa? Keine Ahnung. Warschau ist das. Warschau wird das sein, ja. Naja. Hätte ich. Also ich habe gar nichts in Richtung Polen. Das ist also bei mir wäre halt quasi direkt erster Ort polnische Grenze da. Erster Ort polnische Grenze. Hier Szczecin. Schwerin? Nee. S-Z-C-Z-E-C-I-N. Szczecin. Nee. Hätte ich nicht, aber. Rotterdam hätte ich auch noch, obwohl das ein bisschen kurz. Ein bisschen Strecke würde ich schon machen wollen. Rotterdam hätte ich auch. Szczecin wäre doch cool. Szczecin. Wobei, da fahren wir halt auch wieder erstmal nach Esbjerg hin. Ne? Ja. Ja, Rotterdam also, hätte ich. Ich hätte Bremen. Ich hätte Liverpool, ist ein bisschen kurz. Liverpool ist kurz, ja. Brüssel, Rotterdam, ja. Brüssel hätte ich auch. Aalborg, Ries hätte ich noch. Göteborg, ja gut. Nach Skandinavien können wir ja nicht. Also nach Rotterdam wird bei mir auch super funktionieren. Rotterdam. Also LKW-Felgen, 11 Tonnen nach Rotterdam könnte ich fahren, ja. Ich habe 16 Tonnen Radlader. Mein ich Rotterdam ist auch natürlich gefährlich. Ja, ist voll. Ja, aber ich glaube, das entlastet sich mittlerweile. Es ging ja auch vorhin in Skandinavien auf dem Fern. Na dann, ab dafür. Uah, da fällt mir gerade mein Controller runter. So spontan. So. Ja, so ganz spontan ist er mir vom Bein gerutscht. War das nicht geskriptet, nicht vorher vorgesehen? Nee, war nicht vorgesehen. So, schalten wir mal ein bisschen hoch hier. Drücken wir ein bisschen mal auf die Tube. Wieder dran gewöhnen, links weg. Ja. Ach, hoppala, da hab ich ja ganz vergessen. Der erste Moment ist immer der komische. Ich auch gleich die erste. Ich weiß noch, wie ich im letzten Livestream mich darüber so ein bisschen, ja, von wegen, ja, man kann sich ja auch einfach mal benehmen, ein bisschen im Multiplayer und so. Und so nach 2-3 Minuten lese ich im Chat. Gut, du fährst auf der falschen Seite. Achtung! ja. Ja, das ist passiert. Gut, dass das nur Landstraße war oder so. Ja, stell dir vor, du bist erst noch falsch rum auf der Autobahn aufgefahren. Ja, ja, da kannst du auch für gebannt werden. Das ist dann auch ein Problem. Es gibt ja auch Admins, die bannen, wenn du nicht richtig blinkst. Ja gut, das ist ja nicht ein bisschen heftig. Also alle nach Rotterdam war das, ne? Alle nach Rotterdam anscheinend, ja. Auch wenn ich einfach nur einen langweiligen Trailer mit zwei Toy-Containern bekommen habe. Ich habe einen großen und einen kleinen Radlader und der kleine ist eigentlich ein bisschen zu klein. Der ist irgendwie zu klein für einen Radlader. Der darf eigentlich gar kein Radlader sein. Ist das einen nicht so einer mit auch einem mit Schaufel hinten, ja. Ja, also ich fahre vorne dann so ein richtiger, so wie in LS, vielleicht sogar größer. Das sind noch hier, wie heißen die im Spiel? Ich glaube Digger 500 und Digger 800. Man kann die auch getrennt fahren, glaube ich. Mod steht da drauf, also Motsche. Das ach, Junge. Hin? So Leute, die einen Penetrant ständig immer zum Spielen einladen, sind nervig. Willst du mit mir spielen? Nee. So, habt ihr schon aufgeladen und wo ich, seid ja ihr denn? Wir sind gerade bei diesen Street-Dings. Diesen Außenortstelle. Okay, ja gut, ich habe innerorts aufgeladen. Dann fahren wir mal Landstraße Richtung Liverpool gerade. Ah, hier steht einer mit Warnblinkanlage auf der Straße, okay. Also wir sind gleich. Wo bist du jetzt gerade ungefähr? Ich fahre gerade aus dem Ort raus. Gut, wir ist warten das die Straße, Ampel, die später links einen Abzweig hat?
Nee, ich fahre jetzt auf die Autobahn drauf. Ach, bist du ja schon, okay. So, ich stehe jetzt hier quasi gleich vor der Autobahnauffahrt. Dann bist du deutlich vor uns. Ach so. Ja, you left the city, da habe ich... Okay. Ja, ich werde gleich auf der Autobahn mal ein bisschen auf die Bremse treten, mal ein bisschen anrollen. Haben wir tatsächlich einen kleinen Dreierkonvoi zusammengekriegt? Den hätte man ja fast nicht für möglich geglaubt. Ja, hätte ich echt nicht. Nö. Hab so gedacht, komm, willst du jetzt haben wir auch die Stadt verlassen, aufnehmen. Zumindest ich. Mal gucken, ob du noch irgendeinen Kumpanen findest. Da waren dann zwei Leute glanzspontan. Ja, die Glänze ist vor Spontanität. Das neue Reinigungsmittel von Henkel, ne? Glanzspontan. Für den spontanen Glanz, ne? Ah, das ist quasi das Bare Bones von Chemical Guys, ne? Da kann man gerne mal seine Räder mitten in der Saison für abmontieren, um mal ein bisschen den Rad... Den habe ich schon auf dem Radar, dich noch nicht. Den Radraum also, zu reinigen. Ich fahre doch hinter dir her, oder? Ja, dich habe ich auf dem Radar. Also ich habe hier... Seid ihr schon auf der Autobahn? Ja. Wir fahren Richtung, was weiß ich wie. Was ist das? Osten. Willst du jetzt Vollgas fahren? Wir müssen hier geradeaus, ne? Fahren Richtung Sheffield. Seid ihr schon am Dings dran vorbei? An der zweiten Ausfahrt? An der Zapfe schon vorbei. An der Zapfe dran vorbei? Nee. Die kommt jetzt gleich. Dann bin ich noch vor euch, okay. Ja, ich schau grad, ob ich dich schon sehe. Boah, ich nagel hier gerade schon das Gas fest. Aber der Actros ist halt einfach eher so der cruisen möchte. Jetzt kommt die Tanke. Ah, okay, dann kommt er gleich. Der Actros ist halt der cruisende Langstreckenläufer. Der ist halt wirklich der Marathonläufer, ne? So. Siehst du eigentlich meine Lichthupe? Ich schau gerade gar nicht aus dem Fenster, also Spiegel ist verdeckt. Bist du irgendwie. Ach, da bist du ja. Hab dich schon gesehen. Schon erst spät. Ja, ich bin gerade im Spritsparmodus unterwegs. So, 400 Meter. Die 20 Liter verbraucht. Also ich wünsche mir jetzt Matrix-LED-Scheinwerfer. Dann kann ich Fernlicht anmachen unbedingt. Und würde dich nicht blenden. Am besten noch so einen schönen neuen Audi dazu. Ja, so ein RS6 oder sowas, ne? Ja, es kommt ja ein neuer A4 raus. Ja. Jo. Oder der Q7, aber der Q7, den finde ich ein bisschen. Welcher? Bisschen nicht. Was? Na, der Q7, der muss aber nicht. Also. Ne, was ist mit Turbo? Ja, der A4 hat doch jetzt ein Turbo, oder? Die alten S4. Motoren ja auch schon alle. Der hatte ja auch immer, ich glaube 1,8er war der kleinste für den A4. Jupp, der wird es auch diesmal sein, aber diesmal wird er billiger. Der RS, nicht der, nicht die normalen, der RS. Wollen wir hier vorbei donnern, oder? Ich donner einfach vorbei. Da wurde aber auf einmal eng, du. Ne, dass die normalen Audi-Motoren halt, dass das Turbomotoren waren, war mir schon klar, halt die... Der RS bekommt mal ausnahmsweise ein Turbo, statt einen großen Sauger. Der wird wahrscheinlich ein 4 Liter Turbo oder sowas kriegen. Gut, ich würde aufpassen, da vorne geht's nach links. Ich lass Luft. Also ich habe eigentlich, nach meinem Spiegel wird das jetzt locker reichen. Ja, reicht auch. Da sind zwei Längen dazwischen mindestens. Ja, ich hab schon einfach vom Gas runter. Ja, der Rock hat korrigiert. Ja. Und schon mal einen Blinker rausgehauen. Ich glaube, der Guten braucht noch so einen Aufkleber. Manche führen, manche folgen, weil der gerne voranfährt. Ihr könnt mich ja gleich überholen. Wenn wir gleich wieder auf der Geraden sind, mache ich Tempomat 80. Gut, Tempomat 80. Ich fahre jetzt für 90. Ja, ich fahre bergauf gerade 100. Ah, jetzt so. Geht's 80 runter. Tempomat 80. Okay, ich zieh mal rechts raus. Ich möchte mich jetzt mal an die Front setzen. Setz dich mal an die Front. Mach mal ein bisschen Schlusslicht. Zieh dich warm an, ne? An der Front. Ja, an der Ostfront, ne? Kälte greift den Baum an, ne? Uiuiui. Also nach meinem Spiegel wird das jetzt passen. Ja. Yep. Also laut meinem Fenster sieht das auch danach aus. Aber da fällt dein Actros ganz schön ab, ne? Ich hab schon ein bisschen wieder aufgeholt. Huch, da geht's ja direkt wieder runter. Ja, geht's direkt runter. So richtig ans Rollen kommen wir hier nicht. Warte, 35 Liter Durchschnittsverbrauch, ey. Na, bei mir sind es 38.
komme nicht so recht auf ein Sputtspar-Level hier. Nee. Aber ich stehe gerade noch bei... geht ja jetzt runter von dem her. Oh. Ich habe gerade ein wenig aktiv runtergeschaltet. Das war gerade mal in den dritten runter. Ups. Ich merkte, dass ich vielleicht etwas zu aggressiv am Runterschalten war. Am Schaltknüppel war, als auf einmal die Nadel doch sehr... Ja, sagen wir mal, rasant in den roten. Hat die Bereich eine Runde Schloss rumgedreht, oder was? Boah, hier ist schon wieder so ein Depp mit Dingens. Mit Rundumleuchten und Fernlicht und alles voll. War jetzt auch hier. Klotzt. Nee. Jetzt 64 das, was man in kmh fahren dürfte, oder sind das. Nee, ist das, was man in kmh fahren dürfte? Ja, oder? Das wird umgerechnet. Hier deswegen stehen, glaube ich, Tempo cool, ne? 40 Schilder oder sowas. Nee, 48 dachte ich. 40? Ja, dann knall ich mal ein Tempomat bei 64 Sachen rein, wa? Und ich bei 40. Ach, haben sie umgestellt? Naja, dank langsamem Vordermann geht das. Ich sag mal so, bergauf ist halt nicht die Stärke vom Benz. Nee. Naja, ich fahr im 11. Gang hier hoch. Ja, selbiges habe ich, glaube ich, eben auch gerade so gehandhabt. Jetzt habe ich Tempomat 80. Und ich sehe den Tempomat Jan 70. Gar nicht mehr. Ja. Bei mir ist er noch drauf, 200 Meter. 284 Meter vor mir. Im Dunkeln ist das halt schwieriger, den auszumachen. Jupp. Ja, dunkel war es, der Mond schien helle, ne? Als einen guten Blitze schneller. Langsam um die Ecke fuhr. Morgens früh um 16 Uhr. Drinnen saßen, stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Als ein totgeschossen Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Ja, dunkel war's, der Mond schien helle. Ja, wer es nicht kennt, das ist ein altes Klassiker. Gedicht. Und der gute Alligator, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, hat das auch mal in Form verpackt. Ja, ist richtig wortschön. Dunkel war's. Und auf YouTube findet man das unter dem Titel Dunkel war's in Klammern das beste Lied der Welt. Klammer zu. Ja. Wobei in Klammern, Klammer zu ist natürlich auch ein bisschen Doppelmoppel, ne? Jo. Also ich habe jetzt auch Tempomat 64 und ich hol auf. Ich habe Tempomat 63 und hol auf. Ja, irgendwie. Der Server scheint mir nicht so ganz gut zu tun. Naja, geht doch eigentlich. Du also, hast einen 16er Ping das Schlimmste, von dem, was ich bis jetzt in ETS erlebt habe, war ja der Monster-Konvoi, wo ungefähr 200 LKWs oder so mitgemacht haben. Also der, bei dem ich auch dabei war, oder ein anderer? Ein anderer, ja. Also der erste, ne? Der ganz, ganz große. Der ganz, ganz große, den wir im Livestream gemacht haben, wo wir Admins extra vom ETS-Server-Team hatten und so. Die sind dann ja später rausgeflogen, weil das so viel Stress gab bei denen im Team. Weil, naja, es waren halt über 200 LKWs oder 250 oder so auf einmal in Hamburg und wollten von da aus dann irgendwie in eine Schweiz fahren. Und also die Schlange, das war irgendwie lang. So, wir sind in Frankfurt angekommen und in Hamburg standen die immer noch. Huch, ich bin es gar nicht so gewohnt, sequenziell zu fahren. Im 11. Gang bei 30 Sachen da hoch zu krepeln ist natürlich das, Ja, der Rock ist auch schon rasant und überholt mich von rechts. Ja, geht halt nicht bergauf, ne? Meiner geht so gar nicht bergauf. Ist halt ein kleiner Motor. Aber gleich bin ich in der Kurve innen, ne? Das wird eng. Alter! Ja! Der zieht echt durch! Dass ich voll gegen das Ding hier gedrückt. Hat ein bisschen gedrückt. Jetzt habe ich Schaden. Ja, den Schaden hast du doch eh. Ja, aber jetzt nicht nur, sondern auch am Trailer und so. Das ist ja hinlänglich bekannt. Mann. Also bei mir ist er bei 0,0 geblieben. Also ja, du hast mich auch schön dagegen gedrückt. Ich hab dich gedrückt? Ja. Wir waren zu zweit auf den Abbiegestreifen, auf den ich als erstes gefahren bin. Jetzt den Standstreifen nutzen müssen. Ach du Schande. Welcher Standstreifen? Da war direkt eine Leitplanke. Angras, Mensch. Der Rock riskiert aber. Ja. Ja, der fährt gerade echt einen heißen. Eins richtig auf die Nase. Musst du aufpassen, da kriegst du gleich Schaden. Nee, der hat sauber von mir rübergezogen. Und auch sanft eingeordnet.
da liebevoll. Mhm. Eltern. Ja. Die Parentalgeneration. Ja, war gerade vorhanden. Muss man sich mal bei seinem Erzeuger beschweren. Ja. Vielleicht erreicht man da mal bessere Preise. Alter, wie rast ihr denn hier? Ich komme überhaupt nicht hinterher und fahr fast 80. 81 km/h, Tempomat. Ich fahr fast 100. Na, da vorne geht's eh wieder nach links, aber im Kreisverkehr. Rechts, nach rechts. Kreisverkehr. Sprich, Undercut versuchen, oder? Nee. Ja, nee, auf jeden Fall kam mein Vater gerade rein, also aus der Parentalgeneration, ne? Und, Truck Simulator. Rollen lassen. Und geht raus. Rollen lassen ist aber ungefähr die geilste Aussage, die du da machen kannst. Ich hab's gemacht. Der Undercut. Ich seh's. Ich habe den Platz von vorhin wiedergeholt und damit würde ich sagen, das war jetzt das spannende Manöver für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.